Wahnsinn. Apropos Berlin, wir haben ja, ich habe gerade gesehen, dein ehemaliger Agent ist auch hier. Ja, Manuel Höhne. Der Manuel Höhne, kommt der dazu? Der Manuel Höhne? Gerne, der Manuel darf gerne herkommen. Ich würde mich sehr freuen, weil... Viel zu verdanken. Ist ja, den hast du viel zu verdanken, ne? Ja. Manuel, herzlich willkommen. Komm zu uns. Hast du ein Mikrofon? Bitte. Nah Milton ran. Komm her, Darling. Genau. Ja, schön, dass du da bist, Manuel. Du bist der ehemalige Agent von Milton und jetzt bist du Schauspielcoach. Ja. Genau. Und wie habt ihr euch denn kennengelernt? Boah, das ist jetzt schon fast 10 Jahre her. 10 Jahre, so lange schon. Meine die Zeit war es. Ja, 5 Jahre in der Agentur damals. Und genau, da sind ja noch ein paar Jährchen dazugekommen. Welche Agentur, kurze Frage? Das Imperium. Das Imperium. Genau, ja. Okay. Georgi Orgi. Genau. Was macht ein Agent? Jobs ranholen für die Schauspieler. Hoffentlich sehr gut. Ja, das hat er absolut fantastisch gemacht. Wie hat er, was war so ein schönes Erlebnis mit euch beiden in der Agent-Schauspieler-Beziehung? Na, an sich ist es halt für einen Agenten natürlich immer toll, wenn du eine gute internationale Rolle irgendwie hinkriegst und rausholst. Bei ihm war es auf jeden Fall Grand Budapest Hotel. Ja. Das habe ich damals für ihn an Land ziehen können. Wie hast du das gemacht? Ich mag halt auch die Rolle, die er da spielt. Sehr gerne. Das war toll. Das war eigentlich sogar der bessere Part, weil ursprünglich wurde ich doch für diese Soldaten, vor allem für diesen Prisonern. Ja. Und dann, es war auch lustig, war alles toll gewesen, weil allein da am Set zu sein und den Koryphäe kennenzulernen und mit denen zu arbeiten, war toll. Ja. Eben halt direkt auch eine Szene mit Ralph Fiennes und... grandioser Schauspieler auch. Ja. Genau, wie war die Begegnung mit Ralph Fiennes eigentlich? Das ist ganz toll, also der ist sowas von diszipliniert, das ist nicht ein Versprecher, immer und Punkt. Die haben auf 35 mm gedreht, das heißt, also am Anfang, wir hatten ein Blocking, also Ralph Fiennes, Edward Norton, Tony Revolori und meine Winzigkeit, Proben 1,5 Stunden in einer Halle, wo 100 Personen drumherum sind und nicht einer hat, also da könntest du die Nadel fallen hören. Weißt du, es war so ein respektvoller Umgang. Und dann haben wir ausprobiert, was kann ich machen? Ist das okay, wenn ich dich hier so packe? Weil ich muss, es war auch sehr physical, ne? Ja, und dann kamen die anderen Komparsen dazu, die Extras, und dann haben wir das gedreht. Und dann haben wir an der einen Szene, die knapp 3 Minuten ist, oder 3 Minuten 30, 4,5 Tage gedreht. Wirklich? Ja. Und wie war das, diese eine Szene 4,5 Tage zu drehen? Erzähl. Ja, das war bizarr, weil einigen, die drehen auf 35 mm, und das weiß mein lieber Kollege Andreas Marschall ja, glaube ich, besser, der dann auch noch kommt. Ein super Regisseur, mit dem ich German Angst auch gedreht habe. Weiß nicht, wie lang sind die Rollen? 8 Minuten? So irgendwie 8 Minuten. Also sagt, wenn du am Ende bist der Szene, everybody, start from the beginning. Start from the beginning. Und wir haben es over and over and over getan. Und manchmal dann sagt, okay, Milton, very good. Do it 15 times like that. And then we try 5 different. Wow. Ich hatte jetzt nicht super viel Text, aber das war also, ist okay. Dann kommt man irgendwann in den Zustand, weil man gar nicht mehr weiß, was das Wort überhaupt bedeutet. Weißt du? Oh, na klar, wenn man so viel oft wiederholt und wiederholt. Und hast du das miterlebt, diesen Prozess, den Milton da durchgemacht hat, wenn er bei den Dreharbeiten war? Ich war als Agent nicht wirklich oft irgendwie vor Ort bei den Dreharbeiten. Mhm. Auch ein Grund, weshalb ich nach der Agentur eben halt in Richtung Produktion auch gegangen bin. Mhm. Genau, um einfach mehr vor Ort zu sein. Du hast jetzt gerade bei Achtung Berlin war ein Film von dir, ne? Zu sehen, den du produziert hast. Das war mein erster Film, den ich gemacht hatte für die Konrad Wolf. Mhm. Und da hieß Luft, nicht wahr? Luft und war eben halt auch nominiert für bester mittelalter Film. Wow, super. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Ja, war eine ganz tolle Erfahrung. Ich mag das Festival auch sehr, sehr gerne. Achtung Berlin. Ja. Du bist ja jetzt Schauspielcoach, Entschuldigung. Warum bist du Schauspielcoach geworden? Hast du, also ich meine, als Agent bist du ja dem Schauspieler sehr nah. Ja. Wenn du jetzt dir diesen Milton Welch mal so nimmst, den würdest du jetzt, der braucht ja wahrscheinlich, der braucht ja jetzt wahrscheinlich nicht so viel Coaching, ne? Weil der jetzt schon ziemlich gut dabei ist und alles. Aber warum ist da diese Liebe, diese Leidenschaft zum Schauspiel an sich, zum Film bei dir da? Und was willst du da machen? Naja, der Grund war eigentlich nach der Produktion, wie gesagt, es war eine sehr tolle Erfahrung, es eben halt zu machen, die ganze Facility sich auch irgendwie anzueignen, aber ich habe eben halt gemerkt, dass ich wieder zurück zum Schauspieler will, zum Schauspieler an sich, mehr mit denen zusammenarbeiten möchte, direkt, und genau, und weil des Öfteren eben halt auch Leute auf mich zukamen und immer wieder gefragt haben, hey, du kennst dich doch damit aus, mit Material, was braucht man da? Was jetzt Videomaterial angeht, Fotomaterial etc. Und dann habe ich gesagt, so okay, dann kann ich doch die Leute dahingehend auch coachen. Und denen das einfach
beibringen und sagen. Gerade wenn es eben halt junge Schauspieler sind, die kommen eben halt vom Theater und wissen gar nicht, um sich jetzt bei einer Agentur zu bewerben, wie sie es anstellen sollen eigentlich. Ja, das ist super. Das hilft erstmal, um überhaupt reinzukommen. Das ist eine sehr gute Sache. Ja, ja. Ja gut, sehr gut. Jeder braucht einen Coach, glaube ich. Ich bin jetzt auch demnächst bei einem Coach. Ja, bei Manuel. Ja, Manuel, nimmst du dich auch mal dann bei dir auf. Ja. Sehr gut, freue ich mich.